Heute ist ein Festtag in Mbeka am Kilimanjaro, genauer an der Kirosha Primary School. 205 Kinder werden dort unterrichtet. Sie sollen besser ausgebildet werden. Und genau das ist das Anliegen der Schülerhilfe Mbeka e.V. und von Sibylle Naseband im Setscher. Wapendwa wazazi, walimu na wageni. And now I have to continue in English. I'm so happy to celebrate today together with you all. Sibylle freut sich und ist stolz, dass sie heute mit so vielen Gästen und Kindern die Kirosha Library und das Computer Center an der Primary School eröffnen darf. In getting best knowledge by reading books and learning to use computers in a fully renovated, clean and safe place. The library is given to pupils and teachers of Kirosha Primary School, but also open to all villagers in the afternoon hours. Damit wird Elimo, oder wie es auf Deutsch heißt, Bildung, wieder ein Stück mehr Wirklichkeit in Kirosha. Passt auf diesen großen Schatz gut auf, appelliert sie an alle. Der Pfarrer stimmt ein Lied an. Wie lieblich ist's hier. Und die Kinder singen. Es gibt was Neues in Kirosha. Heute ist ein freudiger Tag. Wir sagen Danke. Mit mehr als 200 Büchern und Spendengeldern im Gepäck ist Sibylle Ende Mai nach Mbeka geflogen. Die Idee, eine Schülerbücherei an der Primary School in Kirosha aufzubauen, ist mitgeflogen. Als erstes hat Sibylle die Schulleitung und die Elternvertreter eingeladen und ihre Idee vorgestellt. Ja, das finden wir gut, meinten alle. Die Aufgaben wurden verteilt. Am 16. Juli soll eröffnet werden. Ein anspruchsvolles Ziel, denn es galt viel zu tun. Zwischenwände einziehen, Glas einsetzen, Gitter schweißen und Möbeltischlern. Den Auftrag bekam die Werkstatt, die auch Jugendliche selbst ausbildet. Täglich kontrollieren Sibylle und Godwin den Fortschritt. Die Handwerker werden jeden Tag entlohnt. Nebenbei entsteht eine neue Idee. Schulcomputer, das wäre eine tolle Ergänzung. Etwas Spendengelder sind noch vorhanden. In Moshi findet sich sogar ein Sponsor für die Software. Und der Sprecher der Eltern ruft allen zu. Lasst uns gemeinsam weitermachen. Alles ist perfekt. Der Eröffnungstermin wird eingehalten. Die Elternversammlung beschließt ein großes Fest. Alles, was Beine hat, ist gekommen. 215 Schüler, 25 Kindergartenkinder, 8 Lehrer, die Eltern, der Pfarrer, die Schulbehörden und viele neugierige Dorfbewohner. Die Frauen des Dorfes haben zum Dank ein Festmahl gekocht. Den ganzen Vormittag haben sie Kochbananen und Pilau vorbereitet. Die Schulkinder werden noch lange darüber reden. Ihr Schulessen besteht nämlich fast ausschließlich aus Maisbrei und Bohnen. Elimo ist das Zauberwort,
das Kirosha in die Zukunft führen wird.